Hallo zusammen, wir haben heute eine neue Tragejacke bekommen, die Wear Me aus Italien. Die möchte ich mit euch zusammen jetzt auspacken. Ich habe sie selber auch noch nicht gesehen und bin ganz gespannt darauf, wie sie ist. Die Jacke wird mit einem Einsatz geliefert. Der ist für die Schwangerschaft und fürs Baby tragen. Ich kann hier zuziehen. Hier oben ebenfalls. Der Einsatz wird eben gebraucht für die Schwangerschaft, nachher für das Tragen vom Kind. Vorne. Oder man nimmt ihn raus. Und tut ihn dann im Reissverschluss auf dem Rücken reinzippen. Die Jacke hat ein kuschelig weiches Futter. Fühlt sich sehr ähnlich an wie von der Wombat. Die haben wir hier als Vergleich. Ja, es ist also genauso kuschelig weich. Von der Größe her. Ja, sehr, sehr ähnliche Form. Wombat hat hier oben so eine kleine Rundung. Auch die Gummizüge sind auf einer ähnlichen Höhe. Wombat hat sie leicht höher. Plus zusätzlich die beiden Knöpfe, die man mit einem Gummi so noch zuziehen kann. Bei der Wear Me kann man das Innenfutter rausnehmen mit einem Reissverschluss und hinten am Rücken hat es Knöpfe. Man kann also so das Futter rausnehmen und die Aussenjacke auch mit der Zwischensaison als Tragejacke benutzen. Man hat weitere Verstellmöglichkeiten hier mit dem Gummizug, um in die Taille verkleinern und das gleiche, die gleiche Möglichkeit hat man auch ohne mit dem Gummizug. Wenn man das Innenfutter rausnimmt, kann man also das nicht separat auch noch als Tragejacke brauchen, sondern nur dann die Aussenjacke. Oben hat es auch, wie bei der Wombat, Druckknöpfe, um den Kragen zu machen. Es hat eine Kapuze, die man mit Druckknöpfen dran machen kann. Die ist ungefüttert. Beim Baby-Einsatz oder beim Schwangerschaftseinsatz kann man das Futter nicht rausnehmen. Auf der Seite hat es zwei Taschen, die man mit einem Druckknopf kann schliessen kann. Was man bei der Wear Me auch kann, ist hinten am Nacken kann man die Jacke komplett aufmachen. So wie man das ja auch schon von der Wombat her kennt. Es kann hilfreich sein, wenn man das Kind auf dem Rücken hat und dann warm bekommt. Ja, es scheint eine schön warme
Jacke zu sein. Die Ähnlichkeit zu Wombat. Ich habe die Wombat-Jacke gemessen. Ich mache jetzt das auch bei der Wear Me. Ja, die ist 80 cm lang. Es ist eine Größe S. Das heisst, die Jacke ist gleich lang wie die Wombat. Und die Jacke auf die Waage legen. Sie ist inklusive der Kapuze 4,4 Kilo. Das ist etwas schwerer als die Wombat. Die ist 3,8 Kilo schwer. Was die Jacke auch hat, ist hier so ein Bündel bei den Ärmeln. Ja, jetzt tue ich mal noch. Das ist die Wombat-Jacke. Die hat ja auch so ein gleiches Bündel. Die haben wir gleich gemacht. Wenn man jetzt so sieht, oben ist die Wombat, die hat die Jacke. Die Taschen ist schräg, bei der Wear Me ist sie gerade. Wenn man sieht, hier bei der Taillenverstellung haben die beide genau gleich. Vom Material her fühlt es sich also auch sehr ähnlich an. Ich lege jetzt mal die beiden S aufeinander. Ja, und ich muss auch feststellen, dass jetzt so vom Aufeinanderlegen der Schnitt sehr ähnlich ist. Ja, ziemlich fast genau. Was die Wear Me nicht hat, ist so einen schönen, flauschigen Kragen. Und eben, wie gesagt, ist Kapuze nicht gefüttert, wie bei der Wombat. Dafür kann man das Innenfutter rausnehmen. Und so wird es natürlich zu einer Jacke, die man das ganze Jahr kann tragen kann. So, das wäre meine Vorstellung von der neuen Wear Me Tragejacke. Bis bald!